Und damit willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Season 2. Im letzten Part haben wir einen Hund getroffen. Einen süßen kleinen Hund. Wir haben viel mit dem Frisbee gespielt, haben nach was zu essen gesucht. Aber dann griff uns der Hund an, während wir dem was zu essen geben wollten. Der wollte uns quasi das Essen wegnehmen. Dann haben wir uns natürlich selbst verteidigt. Dabei ist der Hund leider, in so Stäbe geflogen, in so Metallstäbe. War da aufgespießt und wir haben ihn vom Leiden erlöst. Wisst ihr, Leute, ich verkrafte das langsam nicht mehr, dass in jedem Part jetzt hier irgendwie jemand sterben muss. Kann man mir nicht einfach mal eine Ruhe geben hier? Erst Umid, wahrscheinlich jetzt auch Krista, wissen wir ja nicht. Haben die Leiche halt nicht gefunden oder sie allgemein gefunden. Und jetzt der Hund. Warum denn der Hund? Was kann der denn dafür? Aber wir machen direkt an der Stelle weiter, wo wir letzten Part aufgehört haben. Also im Wald sind wir immer noch. Verletzt von dem Hund. Am Arm. Mann, Hund, warum hast du uns denn angegriffen? Sieht übel aus. Das Problem ist, wenn sich das infiziert, dann haben wir ein Riesenproblem. Antibiotikum wäre jetzt nicht die schlechteste Lösung. Ah, wir sind mitten in der Pampa. Wo wollen wir hier Antibiotikum finden? Das wird schwierig. Mann, Clementine. Das hat man davon, wenn man so tierlieb ist, ne? Das Mädchen tut mir so leid. Was das durchmachen musste. Wir dürfen halt auch nicht zu viel Blut verlieren, weil das ist auch schon eine ordentliche Wunde. Das kann auch ordentlich bluten. Oh oh. Wir sehen nur noch verschwommen. Och nö. Eine Walker. In unserem Zustand. Noch ein Walker in unserem Zustand. Und diese College-Jacken-Walker. Clementine, du kannst nicht hier bleiben. Wir müssen weiter. Hey, Mister. Ich laufe schon so schnell es geht. Aber der Kollege ist uns auf den Fersen, Clementine. Ich kann nicht schneller laufen. Wir smashen Kuh, wie es nur geht. Oh. Wer ist das? Bitte keine Stranger. Vielleicht neue Charaktere, die uns helfen können. I'm out. Grab her, let's go. Come on, kid. We gotta get. Wir wurden wieder last minute gerettet von irgendwelchen Leuten, die wir noch nicht gesehen haben. Neue Charaktere, glaube ich. Danke, danke, ne? Da haben wir Glück, dass die uns gefunden haben, sonst wäre es aus gewesen mit uns. I think we're safe. Noch sind wir safe. Wir sollten trotzdem ein wachsames Auge offen haben. Hey, you all right? Mir lass mich. Ich glaube schon. I think so. Nicht, dass sie die Bisswunde für einen Walker besser halten. Wir wurden von einem Hund gebissen. Wird ihr nicht gleich ausrasten dann? What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. Wir wurden angegriffen. I'm not sure how the group's gonna feel about another mouth to feed. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Nachher suchen die für euch. Suchen die, meine ich. So wie der gerade gefragt hat. Ich heiße Luke und Pete.
Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you. Luke und Pete. Now, for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor. Noch ein Luke, hä? Look like you could use some. Oh shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. 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 What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Es war wirklich ein Hund. We just saw you with those lurkers back there. I can't remember the last time I saw a dog. So what do we do now? No. Schau es dir an. Just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Es war wirklich ein Hund. Oh Mann, jetzt glauben die uns wieder nicht. Let's see it. Whoa, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? See? Is it like she says? Well, it could be a dog. Hard to say. Ja, es halt echt schwer zu sagen von der Pistole. Where did this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Seriously, I want to know how believable. Ich habe ihn getötet. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Es war auch eher aus Versehen, es war ein Unfall. Clementine? Yes. You telling us the truth? Ja, verdammt, ja. You look me in the eyes when you answer. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me. Aber nice, wir sind jetzt erstmal aus dem Schneider. Nicht, dass wir jetzt hier gleich noch abgeknallt werden, weil die denken, wir wurden gebissen von einem Walker. We got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Ja, auf, dann möchte ich jetzt mal eure Gruppe kennenlernen hier. Mal schauen, was das hier für Leute sind. Haben die ein eigenes Haus? Boah, das wäre saftig. I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Ah, shit! Oh nein, wir haben wahrscheinlich zu viel Blut verloren. Das hat uns mitgenommen, dieser Biss, und jetzt sind wir ohnmächtig geworden. Alter, die richten hier jetzt schon die Waffen auf uns. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Ich arbeite für niemanden. Don't bite my ass. Ich arbeite für niemanden, okay? Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not working for anyone. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take man, a man, look. Man. Das ist wohl der Arzt hier. Keine Angst. Glaub, der ist, das glaube ich, ein guter Typ. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Oh, das muss weh tun, du. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. Oh ja, der hat ordentlich zugebissen. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off.
Was? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Hey, das funktioniert, aber bei Lee hat es nicht funktioniert. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos. Du willst sicher sein, richtig? You want to be sure, right? You don't want to do something you're going to regret. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Wer ist das? Sarah. What I say, stay inside. Ah, noch ein Kind hier. Wir wären nicht alleine, das wäre super für Clementine, wirklich. Helft mir und danach bin ich weg. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Das ist die andere. Meine Freundin ist da draußen. Hoffe ich jedenfalls. Forget it. You won't get 5 feet. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. Der Arzt muss das doch erkennen, ob das ein Hundebiss ist oder ein Walkerbiss. Ein bisschen Auge hat er doch dafür. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Das ist schon mal eine Option, die okay ist. Aber was, wenn wir Fieber kriegen? What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. Sonst infiziert sich das doch. We could probably get by. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. Turns out you're telling the truth. I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But this is a kleines Mädchen. The best we're gonna get. Man. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Der Typ ist echt ein bisschen trigger happy hier. This is just a waste of time. You'll see. Schieß gleich los. If she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. Mein Arm tut wirklich sehr weh. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Mann, wenn wir verbluten bis morgen, wenigstens ein bisschen was. Oh, ja, der besteht darauf, dass wir... Warum bewegt sich die Waffe die ganze Zeit so hin und her? Sieht richtig komisch aus. Ja, dann werden wir da wohl eingesperrt. Was wollen wir machen? Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah. I can't believe. Aber ich bin echt gespannt, ob die Staffel jetzt hier besser wird als die erste. Die erste ist ja schon kaum zu toppen. Aber bis jetzt, was hier die Staffel 2 so gezeigt hat, jede Episode passiert was Heftiges. Also mich würde es nicht wundern, wenn diese Staffel wirklich sogar noch besser ist. Was hat sie jetzt gesagt? Oh Mist, das habe ich jetzt hier wieder nicht richtig gelesen. Was kommt davon, wenn ich schon mal so viel rede? Kommen wir nicht dran, oder was? Rettungsring. Anker. Das Fass können wir auch benutzen. Was ist das? Schraubstock. Ja, was wollen wir jetzt hier machen? Uns irgendwie irgendwas bauen, oder was? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf das Fass, wenn wir da irgendwie draufklettern können, um da oben dran zu kommen. Ach, geht nicht, okay. Kann ich hier noch irgendwas machen? Tisch umklappen. Ja, das ist praktisch, ein Tisch. Da können wir aber draufklettern, saftig.
Und dann nehmen wir uns den Hammer. Oh, oh, Clementine, pass auf. Uns geht's im Arm noch schlechter. Da ist der Hammer. Was soll ich jetzt hier machen? Werkzeugkasten, durchsuchen wir den mal. Vielleicht gibt's ja doch noch irgendwas außer einen Hammer. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Ach so, genau, die Wunde. Die will die Nunde. Die möchte die Nunde nähen. Sie möchte die Wunde nähen. Aber sonst ist ja nichts mehr. Wir müssen hier durch, glaube ich. Dafür können wir den Hammer benutzen, glaube ich. Jetzt kräftig ziehen, dann geht das Brett auch ab. Ich will dir ja eigentlich nicht hintergehen und irgendwie abhauen oder so, aber was sollen wir denn machen? Wenn die uns hier einsperren und uns vielleicht morgen abknallen. Wir kommen vielleicht wirklich weg hier. We have a doctor. He's gotta have stuff for stitches. Und da ist irgendein Walker rum. Finde einen Weg in das Haus und besorge dir eine Nadel. Desinfektionsmittel und Verbandszeug. Ja, gehen wir jetzt aber ordentlich auf Loot-Tour, ohne hier gesehen zu werden, oder was? Das wird aber schwierig. Hallo? Come on. Der Walker da hinten gefällt mir ganz und gar nicht. Ich müsste gucken, dass hier irgendwie noch ein Fenster offen ist. Oh, I think it's getting worse. Und das Fenster noch an. Da kommst du gar nicht erst dran, Kleines, oder? Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach an dieser Stelle Schluss und dann sehen wir im nächsten Part, wie Clementine sich jetzt hier ihre Wunde näht. Hoffentlich schafft sie das. Desinfektionsmittel sammeln, Verbandszeug, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier die Folge von The Walking Dead Season 2. Und wir sehen uns dann einfach morgen, Leute. Ciao!